Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich hätte den Kollegen de Vries gern noch weiterreden lassen. Der würde nichts anderes sagen als das, was ich im Augenblick auch noch mal betonen kann. Staatsangehörigkeitsrecht ist keine Petitesse. Sie gehört zu den Grundlagen unseres Staatswesens. Und deshalb ist es ganz besonders wichtig, dass man nicht nur, was die Praxis des Staatsrechts anbetrifft, sondern auch die Umsetzung anbetrifft, tatsächlich absolute Vorsicht walten lässt. Ich habe selten ein so wirklich durchsichtiges Argument gehört heute, bei dem man sagen muss, das ist doch nur der Anfang, um Volksgruppen oder andere aus Deutschland auszubürgern, wenn es uns in den Kram passt. Hier geht es um IS-Kämpfer, um Menschen, die foltern und morden im Namen einer anderen Miliz, eines anderen angeblichen Staates. Nur um die geht es, und deshalb schaffen wir einen neuen Entbürgerungsprozess. Tatbestand. Das bitte ich zur Kenntnis zu nehmen. Und ja, es ist wahr, wir sind in der Tat mit diesem Gesetz und diesem neuen Tatbestand zu spät dran. Es bleibt auch eine Frage des inneren Staatsrechts, warum dieses Minus, nämlich einer Miliz beizutreten, in keinster Weise vergleichbar ist, sich einer anderen staatlichen Armee anzuschließen. Aber gut, wir haben das jetzt tatsächlich geregelt. Ich darf mal darauf hinweisen, die Christlich-Soziale Union hat es im Jahr 2014 das erste Mal zum Thema gemacht. Selbst der Antrag im Bundesrat 2017 fand diesbezüglich noch keine Mehrheit. Wir sind froh, lieber spät als nie, dass auch die Koalitionspartner, dass auch die SPD den Weg in diese Reihen jetzt gefunden haben. Und selbstverständlich muss man auch sagen, bei der Justizministerin Katharina Barley, dass sie gerade noch bei der Frage Mehrfachehen tatsächlich den richtigen Weg gefunden hat, obwohl ihr Gesetzesvorhaben und ihr Gesetzesentwurf schon auf der Straße war. Es ist vollkommen klar, wer dieses Land, seine Grundwerte, auch die gefundene ethische Basis derartig mit Füßen tritt, dass er denkt, es verstünde sich als selbstverständlich, dass man auch in einer Mehrfachehe in diesem Staatswesen leben kann. Der hat es grundlegend nicht verstanden, und der ist auch der Auffassung, dass er sich hier auf Dauer nicht integrieren will. Und deshalb gilt das als ein wesentlicher Bestandteil auch dieses Gesetzes. Das werden wir im parlamentarischen Verfahren selbstverständlich ändern. Und der einzige Punkt, der mir auch noch wichtig ist, Kollege de Vries hat es schon angesprochen, die Frage, wer über seine Identität täuscht, bei wem es eindeutig ist, dass er auch an dieser Stelle im Grunde sich die Staatsbürgerschaft erschlichen hat. Diese Frist, die im Augenblick auf kurzen 5 Jahren, wer weiß, was da alles dahinter steht, an Untersuchungen, an Aufdeckungen, an Nachverfolgungen, dass diese Frist verlängert werden muss, weil vollkommen klar ist, dass diese Rücknahme von rechtswidrigen Einbürgerungen doch nicht nach 5 Jahren einfach ergebnislos ablaufen darf. Nein, auch an dieser Stelle müssen wir darauf achten, dass im parlamentarischen Verfahren noch mal deutlich gemacht wird, Identitätstäuscher haben keinen Anspruch auf die deutsche Staatsangehörigkeit, meine Damen und Herren. Und deshalb glaube ich, dieser sehr, sehr vorsichtige Umgang, den wir hier an den Tag legen mit dem Staatsangehörigkeitsrecht, da muss deutlich sein, dass das wirklich auch eine breite Mehrheit dieses Hauses verdient hat. Wir lösen damit wahrlich nicht alle Probleme, die wir haben. Wir lösen aber zumindest die Probleme, die sich im Augenblick bei uns stellen. Und deshalb bitten wir um Zustimmung. Ich schließe die Augen.